Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Franbo. Eigentlich wollte ich nur eine Folge aufnehmen, weil es gerade mitten in der Nacht ist und ich muss morgen wieder arbeiten. Aber ich habe gerade so eine Lust, hier weiter zu erkunden, was sich hier noch befindet, einmal hier oben und einmal hier links, dass ich einfach mir dachte, eine Folge kannst du noch aufnehmen. Ist ja im Endeffekt nur 15 Minuten, das bekomme ich schon hin. Schnitt mache ich einfach morgen, wenn ich von der Arbeit wiederkomme. Und wir gucken mal ein bisschen weiter. Gute Nacht, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Nein, das machen wir natürlich nicht. Ich muss nur überlegen, was wir... Ich habe ein bisschen Angst, dass sie verschwindet. Wir nehmen sie mal zuerst. Hallo. Wer bist du? Kannst du mich nicht hören? Ich bin Fran. Hallo? Okay, die ist jetzt nicht so gesprächig. Ich glaube, die weint auch Blut. Kann das sein? Oh mein Gott, der Geruch. Ist das nicht die Position? Und sowas, wie wir das von ihrer Mutter aus der Anfangssequenz kannten? Armes Mädchen, wer hat dir das angetan? Und warum? Ich muss vorsichtig sein und mein Kätzchen und mich beschützen. Brennende Kerzen. Viele kleine Gemälde. Und da ist eine Katze. Wenn ich groß bin, werde ich viele Katzenbilder an der Wand haben. Andere Dinge auch. Aber ich bin nicht groß. Okay, ich kann auch kein separat anwählen. Was haben wir hier? Jens. Ah, Antonio the Greatest. Luciano, Queen of Meat. Das sind alles Musiker, Künstler, die wir gesehen haben. Also der Typ, dem wir sein Schwein getötet haben, das war doch Antonio der Große. Und die Queen of Meat, das hat er als Poster gehabt, wo ich gesagt habe, das ist der Playboy für Ameisen. Okay. Oh, ein Plattenspieler. Ich frage mich, ob er funktioniert. Mal sehen. Oh, er funktioniert. Ich sollte lieber leise sein. Können wir ihn anmachen? Und jetzt einfach weitergehen? Hierhin? Ich bin dafür, dass er an ist. Oh, eine Schreibmaschine. Und sie funktioniert. Ich glaube, ich könnte etwas schreiben. Aber ich brauche Papier. Und ein guter Autor muss erst wissen, was er schreibt. Haben wir sowas wie Papier? Hier, sowas. Können wir das hier einspannen? Negativ. Na gut. Können wir das Fenster zumachen? Das weht so komisch. Nee, ich kann es auch gar nicht anklicken in irgendeiner Weise. Wo ist die Musik schon alle? Das sind viele Bücher und Dinge auf dem Regal. So viele, dass mir ganz schwindig wird. Ich lasse das hier. Okay, sie spricht das also nicht einzeln an. Eulen und Katzen ähneln sich ein bisschen. Beide sind neugierig, beide töten Mäuse. Und beide sind gute Begleiter von Hexen. Eulen und Katzen ähneln sich ein bisschen. Achso, das hatten wir schon. Okay, wir könnten jetzt hochgehen. Ich möchte bloß nochmal schnell... Okay, wir bleiben auf der kompletten unteren Etage quasi in diesem Brunnen drin. Jetzt konnten wir hier hinten die Treppen hochgehen und wir können hier die Treppen hochgehen. Weil das hier weiter vorne war, wäre ich ja dafür, dass wir das hier erstmal probieren. Okay, können wir den haben? Ein Besen, um wegzufliegen. Oder um sauber zu machen. Ein Monster, das Ziegen mag. Die Ziege sieht wütend aus. Ich glaube, er ist kitzlig. Oder genervt. Eine gemalte rote Rose. Oh, eine Leiter. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir reinkommen. Vielleicht ist Mr. Midnight da oben. Ich möchte aber vorher nochmal hier gucken. Die Schublade ging auf. Mal sehen, was drin ist. Schwarze Kerzen, um die Dunkelheit zu beleuchten. Okay. Die Schublade ist leer.
Das da oben auch. Ich wollte aber gern erstmal hier rüber, bevor wir hochgehen. Okay, das hier hinten, beziehungsweise der Rahmen hier, erinnert mich sehr, sehr stark an Alice Madness Returns mal wieder. Wer das Spiel gesehen hat oder gespielt hat, der weiß ja noch diese verschleimten, zusammengehörigen Babyköpfe. Hier sind die aber wie zusammengewuchert durch Rosenranken oder sowas in der Art. Schaut euch mal die Puppen an. Wir gucken erstmal hier. Ein Spiegel. Aber warum ist mein Spiegelbild nicht da? Hallo? Der Spiegel tut nicht, was er soll. Er hat ein kleines Schlüsselloch. Vielleicht ist das nur Dekoration. Wir haben auch momentan gar keinen Spiegel, also sieht es ein bisschen schlecht aus. Bäh, das ist das Monster und so viel Blut. Stimmt. Da bin ich wohl nicht die Einzige, die ihn sehen kann. Hätte da einen Kopf? Ich muss vorsichtig sein. Zu den Köpfen hier oben sagt sie aber gar nichts. Nee. Überall weiße Kerzen. Genau, und wir haben schwarze gefunden. Warum? Sieht wie ein sehr altes Gemälde aus. Eine Mami, die zwei Babys hält. Ich frage mich. Das sieht wie ein sehr altes Gemälde aus. Ich werde mich hinlegen und schlafen, wenn ich zu Hause bin. Tante Grace hat das Bett bestimmt frisch bezogen. Ich liebe es, meinen müden Kopf auf ein sauberes Kissen zu legen. Oh ja, das liebe ich auch, besonders wenn man vorher noch so richtig schön warm geduscht oder gebadet hat. Mega toll. Sie sagt gar nichts zu den Einritzungen hier hinten. Ich frage mich, was das soll mit den... Ich muss nochmal... Moment. Ich frage mich, was das soll mit den Puppenköpfen und den Rosen. Ich glaube, eines Tages finde ich es heraus. Puppen sind wie leere Menschen. Hallo Puppe, wer hat dich denn gefangen? Ich hoffe, mir passiert so etwas nie. Ich glaube, wenn ich clever genug bin, wird das auch nicht passieren. Bäh, diese Spielzeuge sind so hässlich. Ich hoffe, das haben sie nicht gehört. Ich will nicht, dass sie mich fangen und töten. Okay. Ich hatte, als ich klein war, auch mal ein mega gruseliges Affenplüschtier. Der war eigentlich gar nicht so wirklich gruselig. Das war ein normaler Affe und der hatte überlange Arme und Beine und der hatte so eine roten Augen drauf genäht. Ansonsten war der eigentlich gar nicht schlimm, aber ich habe mich immer furchtbar vor dem gefürchtet. Und dann ist der irgendwann mal kaputt gegangen und ich musste, wir haben damals noch ja mit Ofen gefeuert und so, und ich musste meine Asche oder die Asche generell von uns oben in die Mülltonne unten tragen gehen und dann, also wir haben erhöht gewohnt, und in der Mülltonne, als ich die aufgemacht habe, habe ich dann den kaputten Affen gesehen mit seinen roten Augen, und trotz dessen, dass der mir jahrelang so viel Angst eingejagt hat und ich mir immer dachte, boah, irgendwann eines Nachts kommt der und tötet mich oder sowas, habe ich dann so, also da war ich traurig, weil der Affe einfach weg war, auch wenn er gruselig war. Nur mal so nebenbei. Haben die eigentlich schon immer diese weißen Punkte in den Augenhöhlen gehabt oder haben die das jetzt erst irgendwie bekommen? Ich glaube, ich sollte schlafen gehen. Was haben wir hier noch? Das Parfüm riecht wie Teenager. Das meinst du, Teen Spirit oder was? Schön, sehr mädchenhaft. Ich glaube, ich werde sehr mädchenhaft, wenn ich groß bin. Okay, können wir eine Pinzette, um Dinge aufzuheben, die ich sonst nicht aufheben kann? Oh nein, sag mir nicht, wir müssen jetzt mit der Pinzette hier auch noch alles absuchen. Schön, sehr mädchenhaft. Okay. Achso, wir haben ja jetzt noch die Möglichkeit, wir müssen ja hier... Hallo? Habe ich das Bild überhaupt angeguckt? Die Schwestern, sie sehen sich so ähnlich. Rosa und blau, genau gegensätzlich. Okay, sie ist hier reingegangen, wir folgen ihr mal kurz. Aber hier hat sich nichts verändert, würde ich behaupten. Geht jetzt irgendwas mit dem Spiegel? Aber warum ist mein Spiegelbild nicht da? Nee.
Moment, hier nehmen wir auch noch mal die Pillen. Das habe ich vorher gar nicht gemacht. Okay, wir sind nach unten durchgefallen. Können wir? Wir haben doch einen Besen. Ist zwar ein bisschen unrealistisch, aber können wir? So. Und ein Besen ist zum Fliegen. Hochfren, die fliegende Höchse oder sowas. Also nicht hier? Doch. Sieht stabil aus. Mal sehen. Hey! Oh, ich habe mich gerade so gefreut. Huch, böses Besenstück. Böse, böse. Aber jetzt kann ich die nicht mal mehr mitnehmen, oder was? Das ist ja doof. Ich möchte mal gucken gehen, wo man hier rauskommt, ganz schnell. Ob das oben die Stufen enden an einer Wand. Was? Vielleicht war das meine Tür und jetzt ist sie verschwunden. Ich muss einen anderen Weg nach draußen finden. Die Stufen enden an der Wand. Ist das quasi aufgemalt und gar nicht nach hinten weggehend? Oder müssen wir dafür erst das Rätsel lösen mit, was ich hier gerade versucht habe mit dem Besen? Kann das sein? Haben wir denn eigentlich noch irgendwas anderes? Ja, alles andere ist noch sinnloser. Können wir das Licht anmachen? Okay. Hier ist was drin. Ich möchte erstmal hier anfangen. Herr Ratte, es ist Zeit aufzustehen. Vor einer Weile habe ich eine andere Ratte kennengelernt. Herr Ratte, sind Sie müde? Hallo? Einige Platten. Ich glaube, ich bin nicht in Stimmung für fröhliche Musik. Die Spielzeuge auf dem Dachboden sind immer so traurig. Sehr verständlich. Ich möchte nicht auf den Dachboden versauern. Ganz viel Kleinkram. Ist das der Kopf eines Engels? Auf einem Dachboden findet man immer merkwürdige Dinge. Das ist ein großer Regenschirm. Ein verstaubter Spiegel und ein paar andere Dinge. Ich stecke meine Hände nicht in die Kiste. Da sind bestimmt 1000 Spinnen drin. Hier hinten? Hier können wir sonst ja nichts sehen. Kann ich das kräutig? Nee. Die Uhr auch nicht. Kopf eines Engels. Dich hier? Ich mag mein Kleid, aber die sind auch schön. Ich glaube, die brauche ich nicht. Sind das diese blauen und rosanen Kleider der beiden Geschwister? Oder hier hinten sind die auch? Moment, wir gucken Stück für Stück. Ich hoffe, niemand steckt hinter der Maske. Ich mag mein Kleid. Okay. Ich glaube, die brauche ich nicht. Eine hübsche Puppe. Ich mag ihren Haarschnitt. Warum sitzt du hier? Es gibt doch so viele Puppen zum Spielen. Aber ich werde mit keiner von ihnen spielen. Sie sehen gruselig aus. Nur ein Hut. Sind die zusammengewachsen oder umarmen die sich einfach nur? Weil wenn die zusammengewachsen wären, sind es dann andere Schwestern als die, die unten abgebildet sind, wenn die sich nur umarmen? Aber auf der anderen Seite, warum steht unten nur ein Stuhl? Aber na gut, der Stuhl kann auch aktuell stehen. Aber die Leiche unten ist doch frisch. Aber wo ist der Kopf der Leiche? Oh mein Gott, so viele Fragen, so wenig Antworten. Ach so, was sagt sie denn dazu? Oh, schauen wir mal die Schwestern. Sie haben die gleiche Jacke wie ich im Krankenhaus. Aber wenn es Schwestern sind, warum sind sie so alt? Okay, dann sind sie das wirklich. Füchschen, oh nein. Ich wünschte, ich könnte dich da rausholen. Was haben die für ein Problem, armes kleines Füchschen? Ich hoffe, eines Tages finde ich einen lebenden Fuchs zum Reden. Wir hatten ja auch schon bei uns in den ersten Folgen auf dem Krankenbett einen toten Fuchs liegen. Ich weiß nicht, ob das auch irgendeine Symbolik hat. Ein Skorpion. Skorpione machen mich nervös.
Sie haben immer ihren Hintern hoch oben, um dich zu stechen. Vielleicht ist es ein Sternzeichen. Ich bin Schütze. Okay, mein Timer hat gerade vibriert, aber ich würde das Zimmer gern fertig anschauen. Das hebe ich mir mal zuletzt auf. Eine Hasenpuppe. Wartest du auf Ostern? Legst du Eier oder klaust du sie von einem Huhn? Und wie werden die Eier zu Schokoladeneiern? Ich habe so viele Fragen. Ich wünschte, du könntest mir antworten. Diese Schuhe sind mir zu groß. Okay. Die sehen auf der einen Seite nicht so aus, als würden die zusammengehören. Moment, ich muss da mal raus. Die sehen auf der einen Seite nicht so aus, als würden sie zusammengehören, weil die eine Naht haben. Aber auf der anderen Seite, also ist das irgendwie hier zusammengehörig? Oh, hallo kleine Babys. Wer hat euch zusammengenäht? Sieht so aus, als ob es weh tut. Nicht weinen, ja? Ihr solltet lächeln und nett sein. Zeit zu schlafen. Okay, hier hinten. Ist das eine römische 2? Ich glaube, das ist noch ein anderes Symbol, ne? Ich glaube, das ist noch ein anderes Symbol. Was haben wir hier jetzt? Mr. Midnight, bist du hier, Kätzchen? Miau. Mr. Midnight, keine Angst, ich bin hier. Fran, bist du es wirklich? Oh Mann, endlich. Ich bin es. Komm näher, bitte. Lass mich dich ansehen. Ich habe nicht damit gerechnet. Oh, Fran. Ich bin so froh, dich zu sehen. Und ich weiß nicht mehr, welche Stimme ich bei Mr. Midnight gemacht habe. Ich habe dich sehr vermisst. Ich habe von dir geträumt. Und hier bist du. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Mr. Midnight. Und ich habe dich wirklich vermisst. Oh, liebe Fran, wie hast du diesen Ort gefunden? Als diese Leute dich in den Wald fortgeschleppt haben, habe ich versucht, ihnen zu folgen. Aber ich habe mich verlaufen. Meine Sinne waren zu schwach, um dich zu finden. Ich habe versucht, etwas Futter zu fangen, um mich zu erholen, aber etwas ist passiert. Jemand nahm mich und steckte mich in diesen Käfig. Oh, mein Liebling. Ich werde diesen Käfig öffnen. Wir müssen zu Tante Grace. Fran, ich bin sehr müde. Ich wünschte, alles wäre nur ein schlimmer Traum. Alles wird gut werden. Wir müssen nur hier raus. Fran, kann ich dich etwas fragen? Klar, Mr. Midnight. Was ist los? Hast du meine Präsenz in deinen Träumen gespürt? Ja, habe ich. Du hast gesagt, ich solle die Medizin nehmen und dich finden. Welche Medizin, Fran? Ich habe nicht wirklich mit dir gesprochen. Ich glaube, jemand hilft uns zusammenzufinden. Jedes Mal, wenn ich von dir träumte, fühlte ich die Präsenz von etwas anderem. Wirklich? Was für eine Präsenz? Ich würde sagen, es war nicht menschlich, aber es war sehr friedlich und nett. Das ist echte Magie. Gut, dass sich jemand um uns kümmert. Fran, hast du das gehört? Hast du? Oh, ich schau mal, ich versuche den Schlüssel zu finden, um dich zu befreien. Ich liebe dich. Den Schlüssel, ich habe doch schon alles durchgeguckt. Können wir... Das Messer ist kein Schlüssel. Nur ein Hut. Die Geisterdame wieder. Liebe Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal, hier ist auch noch alles beim Alten, eine kleine Aufnahmepause, denn ich sehe, wir sind auch schon 4 Minuten drüber und wir brauchen irgendwie 2 Schlüssel. Ein Schlüssel für den Spiegel und einen oben für den Käfig. Eventuell ist es auch einfach nur der gleiche Schlüssel. Auf jeden Fall mache ich an der Stelle eine kleine Aufnahmepause. Wir haben ja fast 5 Minuten überzogen und wir legen morgen in der nächsten Episode wieder los, wenn es heißt Let's Play Fran Bo. Bis dann. Tschüss.